Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, und heute haben wir für euch ein Spiel, das so aussieht wie aus einem Disney-Pixar-Film. Und zwar Sheep and Thief von Pegasus Spiele. Und zu Beginn müssen wir direkt sagen, ja, wir finden den Zeichenstil ganz cool und finden ihn eigentlich ganz süß, auch wenn ich mich komisch fühle, wenn ich dieses Wort benutze. Deshalb sagt es Wally jetzt nochmal. Es ist süß. Okay, seht ihr, es ist schon ganz normal. Ja, in dem Spiel ist es unser Ziel, die größte Schafsherde zu haben und einen Weg aus der in die Stadt zu bauen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, weil Fritz, der Fuchs, die Schafe klauen kann und der ist ein bisschen gemein. Und darauf müssen wir immer aufpassen. In dem Spiel kriegen wir jetzt erstmal alle 5 Karten und ja, suchen uns dann, wie gewohnt in allen Card-Drafting-Spielen Seven Wonders oder Sushi Go, eine Karte aus und geben dann die anderen Karten weiter. Am Anfang erstmal im Uhrzeigersinn. Ja, was können wir bauen? Wir können unsere Karte bauen. Einmal immer neben unseren Feldern. Ja, man darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht hier ein Feld hinbauen, sondern müssen immer anliegend sein. Wir spielen noch mit einem Bonusziel und zwar dem schwarzen Schaf. Und das schwarze Schaf möchte natürlich weglaufen von zu Hause. Und desto weiter wir weglaufen, desto mehr Punkte kriegen wir. Und das waren auch schon alle Regeln. Also fangen wir mal an. So, ich habe mich für meine Karte entschieden. Ich denke, sie ist taktisch nicht schlecht. Man muss zugeben, wir spielen das ist unsere zweite Runde. Unsere erste. Wir haben es kurz an, wollten es gerade anfangen, aber dann haben wir nochmal die Regeln nochmal nachgeguckt und jetzt fangen wir richtig an. Ich muss auch nochmal gucken. Was mache ich da eigentlich? Okay. Niemand weiß es von dir. Dann machen wir das so. Hey, macht so Sinn, was ich mache? Also vom Zeichenstil ist das ganze Spiel natürlich sehr kindergerecht gezeichnet. Ich weiß aber nicht, wie sich das Spiel mit Kindern jetzt spielt. Aber wenn man, so wie wir jetzt zum Beispiel Disney und so mögen, finde ich den Zeichenstil trotzdem sehr schön. Weil ich stockt ein bisschen. Ich finde das ehrlich gesagt auch voll interessant, sich die Zeichnungen anzuschauen, weil jedes Schaf macht was anderes. Und ja. Sitzt am iPad. Mit seinem iPad oder strickt aus der Wolle eines anderen Schafes sich einen Pulli. Oh, danke für die Karte. So, und ich fange an und ich baue als erstes das hier hin. Ein Flüsschen. Der sich sofort beendet. Okay, ich baue einen Weg mit meinem Schaf, was Musik hört. Okay. Okay. Ich mache. Warte, ich tut mir leid, ne? Aber das muss ich jetzt erstmal durchgehen. Also, wenn es jemanden gibt, der bei Spielen etwas so länger überlegt, dann ist das Wally. Aber ich denke mal, jede Spielgruppe hat so einen und ist ja auch nicht schlimm. Ja, finde ich auch. Solange man nicht Magic Maze spielt. Bei Magic Maze bin ich ziemlich schnell. Da ist Wally so schnell wie eine Rakete, ja? Besonders wenn du deine neuen Turnschuhe anziehst. Okay. Was wollen wir machen? Okay. Ein Schäfchen produzieren. Produziert ein Schäfchen. Also solange Fritz der Fuchs nicht kommt, ist ja alles schön und gut. Da sind wir alle Freunde. Ja, ich baue meinen Weg mit ein paar Fußabdrücken. Ah. Von Fritz. Mal gucken, ich verstehe nicht, was dein Schaf da macht. Das baut ein bisschen in der Erde rum. Hier fliegt eines mit Heißluftballon. Ich darf zweimal meine Schafe bewegen, weil ich 2 Hunde habe. Wenn man halt einen Hund spielt, dann darf man die Schafsherde spielen, weil es gibt immer diese Hütchen und diesen Stall und da sind die Schafe in Sicherheit. Das heißt, wenn Fritz der Fuchs kommt, dann kann den Schafen da nichts passieren. Das darfst du nicht. Das darf ich nicht. Das darf ich. Das darfst du. Herbert bewegt Fritz den Fuchs. Das heißt, wir bewegen den jetzt alle. Zum Glück passiert noch nichts. Aber wenn der jetzt ein Schaf von mir stände, würde Herbert das klauen. Und essen. Essen. Okay. Ich hoffe nicht. Eine Schaf? Karte behalten wir. Ja, ne? Wenn dann Lamm. Mhm. Ja, weil du musst noch. Bist du fertig? Ich habe eine gemacht.
Spielen wir hier hin und zwei Schafe kommen hier hin. So, und die letzte Karte behält man und wir spielen insgesamt drei Runden. Einmal im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder im Uhrzeigersinn. Okay. Spielen wir den hier aus. Ich darf ein Schaf bewegen. Und ja. Okay, ich bin noch dran und ich tue hier zwei Schäfchen hin. So, jetzt kriegen wir wieder vier Karten dazu und machen dasselbe Spiel noch einmal. Aber nun andersherum. Badam! Du bleibst Startspieler? Gehe ich mal von aus. Okay. Ist doch... Ist ja, ja, ja. Jacke wie Hose. Das findest du natürlich egal, ne? Also die behalte ich auf jeden Fall. Jetzt andersrum, Herbert. Ah, okay. Und zwar vier Karten, ne? 1, 2, 3, 4. Drop the cards. Oh nein, ich hab meine Karte verloren. Wie ist bei Herbert. Wie ist es bei mir? Ah. Ich guck sie mir auch nicht an. Ja. Bitte schön, Herbert. Und hier ist schon deine nächsten drei Karten, die ihr kriegt. Und ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr Sheep and Thieves schon mal gespielt? Wir spielen das ja jetzt zum ersten Mal und sind da, glaube ich, ziemlich spät mit dabei. Okay. Findet ihr den Zeichenstil gut oder findet ihr das wie einige andere auch schlecht? Ich kann mich eigentlich ganz gut damit anfreunden. Ja, okay. Es wäre mir auch. Mir wäre noch nie ein negativer Gedanke dazu eingefallen oder das ist irgendwie. Okay, ich fange an. Ja. Ich spiele das hier danach, ne? Und bewege mein schwarzes Schaf. Super. Ali, du bist. Okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ich mache ab 8, ja, okay. 1, 2. Okay. Ich darf eine Karte auf jeden Fall nicht hier hin tun, ne? Ja. Nein, das ist geblockt. Okay. Okay, ich glaube, ihr macht alles kaputt. Nein. Dann hast du doch selber dahingestellt. Ja und? Aber wenn ich was anderes mache, meine ich. Okay. It's my turn. Spiel das hier hin. Krieg zwei Schafe. Okay. Ja, das kannst du nicht, ne? Ich habe noch gar nicht das Gefühl, wie wichtig das ist, diese Stadt zu bauen. Ja, also man kriegt für jeden zusammenhängenden Weg kriegt man einen Punkt und dann auch plus, wenn man die Städte hier schafft. Und für die Schafe nicht, oder was? Für die Schafe auch. Ein Punkt jeweils. Man kriegt jeweils. Für die Schafe, die man im Stall hat und die auf dem Feld sind. Jeweils ein Punkt. Genau. Oha. Ja. Herbert? Ja, ich überlege. Ich spiele die Karte hier hin und bewege das Schaf hier rüber. Ich spiele die Karte und gehe mit dem schwarzen Schaf den Weg weiter. Supidubi. Ich spiele die Karte oder zu. Sehr gut. Ich bin dran. Ja. Gut, ich spiele die hier. Und ich bewege das Schaf hier rüber und kriege hier ein Schaf hin. Ich bin dran, ich spiele den hier. Was? Wie ich und auch spiele dran. Ah, okay. Wie? Ach so, tut mir leid. Ich bin schon fertig. Ich habe vergessen, dass wir entgegen des Uhrzeigersinns uns bewegen. Aber spiele ich noch eine Karte? Nein. Du spielst noch eine, aber ich habe schon mal ausgeteilt. Ich weiß nicht, ob ich die bewegen will oder die ich nicht. Ich glaube, jetzt kommen die Fuchskarten, kann das sein? Bis jetzt kam Fritz der Fuchs noch nicht so zum Einsatz. So. Okay, die letzte Runde. Boah, das geht ja zacki. Aber die Schafe können wir nicht rausführen, oder? Okay.
Ja, hier. Die Runde wird blutig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Angst. Danke. Okay. Oh, der Schwede, was ist denn das denn für Garten? Was soll das? Ja gut, dann machen wir das. Ruhe. Was nehmen wir jetzt? Interessant. Okay. Alter, so viele Flusskarten, was soll das? Ja, ne? Ich habe auch nicht einen Fluss gebaut. Okay, wer fängt an? Christopher? Okay, und ich spiele natürlich Fritz den Fuchs und er geht hier hin. Und ich esse Wallis Schafe. Okay, dann spielen wir den hier. Ein Schaf hier drauf und ich bewege meine Herde hier rüber. Ich habe gerade echt keinen Plan, wer gewinnt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Herbert gewinnt gerade. Ich habe nur viele Schafe, aber mein Weg ist richtig schlecht. Obwohl ich habe. Oh, ich habe 10. Keiner hat was gesehen? Nee. Okay, ich mache das und tue hier ein Schaf hin. Okay, ich mache den Weg und meine Herde bewegt sich weiter. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Fritz den Fuchs hier. Das weiß ich. Wally hat den. Wally verrät es immer gut. Du bist ja, dran. Das Problemchen, das ich habe, ne? Guck da. Wohin? Die gucken mich schon weg so an. Mann. Ja, was redest du hier für eine Sprache? Also, bewegst du den Fuchs? Mhm. Wohin? In die Mitte. Okay. Ich bin. Mhm. Ich mache das. Ich krieg hier 2 Schäfchen. Okay. Herbert. Dein vorletzter Zug. Wähle weise. Wally, dein vorletzter Zug. Was, wenn man eigentlich nicht legen kann? Dann musst du die Verdeckte hinlegen. Die habe ich gesehen. No, der hat sie gesehen. Was soll ich jetzt tun? Aber man baut echt nicht das ganze Feld voll. Es werden nur 13 Karten. Ach, 3 Runden, stimmt. Es werden nur 13 Karten ausgespielt. Schade. Ja, dann ist mir das egal. Dann kann ich auch Trash bauen. Ja, ich weiß, was Wally macht. Gleich kommt der Fuchs. Gleich kommt der Fuchs. Bist du nicht dran? Oh, der Fuchs kommt gleich. Ich weiß, dass ich dran bin. Ich hätte Angst vor dem Fuchs, der gleich kommt. Ha. Ba. Machen wir das so. Safety first. Und Wally keine Punkte kriegt. Und Wally spielt den Fuchs nicht einmal. Ich habe auch gar keinen Fuchs. Hat Herbert den? Die hat ihn doch schon einmal bewegt. Ja, ich habe ihn schon bewegt. Ach so. Ja, hast du vergessen. Okay, jetzt werden Punkte gezählt, ne? So, ich hole dafür mal die Spielanleitung um, das hier. Jetzt kommt die Punktewertung. Und ja, wir schneiden die jetzt weg und wir sehen uns dann gleich, wenn wir wissen, wer der Gewinner ist. So. Jeder Schaf auf dem eigenen Landschaftsfeld bringt einen Goldtaler. Gibt's Goldtaler? Nein. So ein Zähl einfach. Okay, wir gehen jetzt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber Schatz 9. Schaffen ich nicht, ne? Ja. 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Wie viel hast du? 3, 3, 9. Aber ich habe noch 4, 2.
Ja. Dann jedes Schaf aus der eigenen Schafskoppel geben 2 Punkte. Also 1 Punkt. Was hier? Ja, das gibt 2 Punkte. 2 Punkte? Nein, also insgesamt 2 Punkte. Ach so, ja. Wie wir 2 im Imperium eine Armee aufbauen. Ich hab 11. So. Jede ununterbrochene Wegverbindung der Hofkarte mit einem der Städte des Landschafts bringt Gold her. Eine Verbindung mit der Wolfstadt und Memmingen. Memmingen ist je 5 Gold wert. Eine Verbindung mit Schafshausen sogar 10 Gold. Also habe ich insgesamt 10. Ich habe 15. Ich habe 10. Okay, merkt euch das. So, jeder Fluss bringt Goldtaler abhängig von der Anzahl der Landschaftskarten, aus der er besteht. Eine Eigengoldtaler. 21, 22, 23, 24. Und 2 geben 3 Punkte und 3 geben 5 Punkte. Also 5, 6 Punkte. So, und jetzt noch für das schwarze Schaf, das seht ihr auf der Karte. 27. Und jetzt noch für den Weg. Ne? Nein, fertig. Hä, du hast gesagt, für den Weg gibt es auch eine Karte, sonst hätte ich hier meine Schafe hingelegt. Ja, das war mit dem Weg. Egal. Okay. Also ich habe 11, 21, 1 plus 6 macht 27 und nur 28 Punkte habe ich. Warte, ich habe 9, 9, 12 habe ich. Aber ich hätte das noch, ich hätte schon den gespielt, hätte ich gewusst. 12, 27 und ich habe noch 27, 30, 31. Und somit willkommen zurück. Wir haben die Punkte gezählt und ich besitze 27 Punkte. Ich habe 28 Punkte. Und Walli. Ich habe 31 Punkte. Das ist krass. Walli hat gewonnen bei Sheep and Thief. Das ist, weil du Pixar und so sehr so liebst. Wenigstens endlich. Einmal klatschen, bitte. So, und das war unser Let's Play zu Sheep and Thief. Ja, das war jetzt unsere allererste Partie. Ja, ihr wart sozusagen dabei, wie wir das allererste Mal das Spiel gespielt haben. Unser Ersteindruck, ja, Walli, was sagst du? Also ich finde das eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ich finde das, okay, ich vergleiche es mit keinem Spiel, aber ich finde das cool, dass du eben auch, dass du nicht dein eigenes Spiel spielst, sondern eben auch abhängig bist, was die anderen da legen, wie sie den Fuchs bewegen. Und auch. Wolltest du Karuba sagen? Nein. Okay. Ja, ich finde das Spiel eigentlich auch gut. Ich weiß, es ist natürlich jetzt ist schwer nach einer Partie, hat mich jetzt nicht so gezündet. Echt? Könnt das nochmal spielen? Ja, aber wir werden es auf jeden Fall noch öfter spielen. Ist eigentlich, ja, ich glaube, wenn der Fuchs öfter zum Einsatz kommt, das ist ziemlich ja, das gemein. Das ist halt. Ich habe die ganze Zeit Angst vor dem Fuchs gehabt. Ja, weil so viele Karten sind ja nicht drin. Ja, du hast so viele Karten nicht gehabt und wir hatten ausgerechnet die Fuchskarten hatten wir gar nicht. Ja, das war. Und wir hatten total viele Flusskarten dafür. Und ja, und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass die anderen keine Fuchskarten haben und mir die geben. 6 Füchse waren nicht drin. Ja, ja, siehst du. Ja, siehst du, und ich dachte, jetzt kommen die ganzen Füchse, aber. Ja, Chris hat die ganze Zeit Angst, dass ich einen Fuchs lege. Auf jeden Fall, eigentlich ganz lustig, das Spiel, vom Mechanismus her. Warum steht das schwarze Schaf bitte auf der Spieleverpackung? Das ist der Thron. So, und das war's mit unserem Let's Play und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, eure Brettspielgeeks. Tschüss.